abends, ihr müsst halt sie nicht auf ihm lesen, nochmal eine Ahnung gescheit. Die Bilder will man sich eigentlich nicht mehr vor Augen führen. Es sind schreckliche Erinnerungen an Thomas Roth. Thomas Roth und Uli Wickert sind die Gründe, warum Menschen fliehen. Tagesschau, Nachtmagazin und Heute-Journal könnten jederzeit überall zuschlagen und sich auf einen neuen Tagesthemenmoderator verständigen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakes. Der Umgang mit dem Thema Thomas Roth belastet die Regierungskoalition in Berlin offenbar nachhaltig. Noch immer streiten Union und SPD über den Vorschlag von Klaus Kleber zum sogenannten temporären Tagesthemen Brexit, dem zeitweisen Austritt der Tagesthemen aus der ARD. Bist ein neuer Tagesthemenmoderator. Da ist ruhig und ruhig liegt er da, der Reichstag. Die Stimmung in der Koalition aber ist alles andere als sommerlich entspannt. Vor allem Klaus Kleber war gestern Zielscheibe auch des Koalitionspartners. Sein Plan eines Tagesthemen Brexit auf Zeit verärgert noch immer. Im ZDF-Sommerinterview legt Vizekanzler Gabriel nach. Klaus Kleber hat die SPD gegen sich aufgebracht. Und ich würde sagen, man hätte das anders machen müssen. Zumal er wusste, dass wir in der Sozialdemokratie nur für einen einzigen Fall bereit sind, über ein Ausscheiden der Tagesthemen aus der ARD zu reden, wenn die Tagesthemen das selbst wollen. Zum Sport und damit zur Tour de France. Da lief es in den ersten Tagen ja durchaus erfolgreich für die deutschen Radfahrer. Aber nun bleibt der Erfolg aus, Andreas Keckel. Ja, leider. Wir kommen zu den Lottozahlen. Hier sind sie. 20.938, 12.659. Und schon sind wir bei Sven Plöger. Pina. Nee. Sven Plöger. Pina. Nee. Sven Plöger. Pina. Dankeschön, Sven Plöger. Pina. Das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Rasenmusterhof. Die nächste Tagesschau meldet sich um 12.659. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin und eine gute Nacht.